Vielen Dank, Herr Abgeordneter Kasseckert, auch für die vorbildliche Redezeit. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Schulz von der AfD-Fraktion zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Es ist verwunderlich, dass Sie, liebe Kollegen der LINKEN und der SPD-Fraktion, trotz der letzten Ausschusssitzungen und den darin vorgetragenen Ausführungen der geladenen Experten immer noch auf Ihrem Standpunkt beharren, dass ein staatlicher Eingriff in Form Ihres Gesetzentwurfs in der aktuellen sehr angespannten Wohnungssituation eine Verbesserung bewirken kann. Sie beziehen sich auf die Stadt München und Ihr heroischer Kampf gegen den Leerstand und Zweckentfremdung von Wohnraum. Bei nüchterner Betrachtung der vorgetragenen Zahlen, die die Vertreterin der Stadt München im Ausschuss nannte, muss man sich ernsthaft zwei Fragen stellen. Zum einen, wie effektiv kann ein Gesetz sein, das, obwohl seit 1972 in Kraft, nicht dazu beigetragen hat, den Leerstand in der Stadt München zu eliminieren? Sonst würde ja die Arbeit der hiesigen Stabsstelle nicht mehr notwendig sein. Und zweitens kommt man nicht um die Frage der Kosten-Nutzen-Analyse eines solchen Bürokratiemonsters herum. Sie wollen wieder einmal durch Strafgeldandrohungen, Bußgeldforderungen und staatliche Einmischung in die unternehmerischen Freiheiten ein Problem lösen, das seit Jahren von allen Landesregierungen nicht ernst genommen und auch von der bisherigen Opposition stiefmütterlich behandelt wurde. Wir, die AfD-Fraktion, möchten noch einmal betonen, dass eine Wohnungsknappheit nur mit einem gesteigerten Angebot an Wohnungen bekämpft werden kann. Dazu muss man die Ursachen dieser Misere sachlich analysieren und entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen. Ich wiederhole mich, aber eine Wiederholung meiner Aussagen ist anscheinend notwendig. Das Bauen ist schlicht und einfach zu teuer. Die Baugenehmigungsverfahren sind langwierig. Die Ideologie einiger wenige überdeckt die Vernunft vieler. Damit meine ich den Energieeinsparfetischismus, der trotz allerseits anerkannten und beklagten Ineffektivität immer weiter verschärft wird. Kein Wunder, dass jeder Bauherr eine Tapferkeitsmedaille für seinen Mut erhalten sollte, weil er sich in den Kampf mit einem solchen Bürokratiemonster begibt. Nun zitiere ich aus einem Bericht der Bundesregierung über die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Deutschland vom 07.07.2017. Darin berichtet die Bundesregierung, dass durch speziell von Ihnen befürworteten und bejubelten Zuwanderungswelle bis zum Jahr 2020 anstelle von 270.000 Wohnungen nun 350.000 Wohnungen per anno im Bundesgebiet benötigt werden. Das heißt 80.000 Wohnungen mehr in einem Land, in dem, wie oben beschrieben, Baugenehmigungen und Baumaßnahmen langwierig und teuer sind. Setzen wir die Zahl 350.000 in Relation zu der von Ihnen und den Kollegen der SPD angebrachten Zahl an Leerständen. Jetzt können wir sehen, wo wir unsere Anstrengungen einsetzen sollen, damit die Wohnungsknappheit effektiv bekämpft wird. Erstens Vereinfachung und Verkürzung der Baugenehmigungsverfahren. Zweitens Entschlackung des Bauens. Ein Haus soll den Menschen beherbergen und sollte nicht als Versuchsfeld für irgendwelche Klimaschutzfantasien missbraucht werden. Drittens offene Grenzen und unkontrollierte Zuwanderung führt zu weiteren Verschlechterung der Situation auf dem Wohnungsmarkt. Das muss immer wieder erwähnt werden. Genau. Viertens. Solange die Politik sich nur auf Ballungsräume konzentriert und, wie bisher geschehen, den ländlichen Raum vernachlässigt, ist es kein Wunder, wenn einige Landstriche entvölkert werden und andere aus allen Nähten platzen. Applaus
In einer früheren Rede von mir habe ich bereits erwähnt, dass eine Leerstandsquote von ca. 3% in der Fachliteratur als notwendig für eine sogenannte Fluktuationsreserve sinnvoll ist, damit die Funktionsfähigkeit eines Wohnmarktes gewährleistet bleibt. Wir in Hessen haben lediglich eine Leerstandsquote von ca. 1,9% und laufen somit dem gesunden Wohnungsmarkt hinterher. Bei der Lektüre Ihrer Anträge bekommt man das Gefühl, dass jede zweite Wohnung in Hessen zweck Gewinnmaximierung leer steht. Dass die Faktenlage eine andere ist, hat für Sie offenkundig keine Bedeutung. Ihren Kapitalismuskritik möchten Sie mit diesen Anträgen salonfähig machen, und dafür haben Sie keine Skrupel, die Immobilienbesitzer, von denen die allermeisten privat sind, als Spekulanten zu beschimpfen und auf ihrem Rücken ihren Klassenkampf zu führen. Ich frage mich, wie kommen Sie dazu, Menschen zu kritisieren, die aufgrund der verfehlten Geld- und Zinspolitik keine andere Möglichkeit sehen, ihr Geld vor 0% Zinsen und Strafzahlungen auf Bankguthaben in von Ihnen so abwertend bezeichneten Betongold in Sicherheit bringen. Gehen Sie doch mit gutem Beispiel voran und setzen sich dafür ein, dass die Kommunen städtische Grundstücke für Bauwillige zur Verfügung stellen, damit endlich mehr gebaut wird und die so geschaffenen Wohnungen den Immobilienmarkt entspannen. Dafür müssen Sie aber auf Ihre Parteifreunde, die in den Kommunen das Sagen haben, Druck ausüben, anstatt den Anlegern und Kleininvestoren Angst zu machen. Dass leerstehende Wohnungen höhere Preise erzielen, stimmt einfach nicht. Eine gut vermietete Wohnung zeigt doch, dass die Vermietung in dieser Lage funktioniert. Es liegt auf der Hand, dass viele Menschen ihr hart erarbeitetes Geld vor allem als Altersvorsorge in den Immobilienmarkt investieren. Wer propagiert denn seit Jahren, dass Menschen viel mehr privat für ihre Altersvorsorge tun müssen? Nun machen dies einige, und das gefällt ihnen wiederum nicht. Außerdem sollten Sie sich fragen, warum manche Immobilienbesitzer sich davor scheuen, ihre Immobilien zu vermieten. In einem Land, wo es praktisch keine effektiven Abwehrmechanismen gegen Mietnomaden und Vandalen existieren, ist es oft verständlich, dass es für diese Immobilienbesitzer keinen Grund gibt, sich den vielen Ärgernissen auszusetzen. Frau Kollegin Barth, der Hessische Städte- und Gemeindebund widerspricht Ihrer Aussage und den Wohnungsämtern Frankfurts und Wiesbadens. Nach Abfrage der betroffenen Kommunen hat der Hessische Städte- und Gemeindebund festgestellt, dass die überwiegende Anzahl der betroffenen Kommunen die Gesetzesentwürfe kritisch sieht und in der Praxis kein Bedarf für solche gesetzlichen Regelungen gesehen wird. Da wir Gesetze nicht nur für Frankfurt und Wiesbaden, sondern für ganz Hessen machen, lehnen wir diese Gesetzentwürfe ab. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Schulz. Als nächstes hat sich die Abgeordnete Förster-Heldmann von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zu Wort gemeldet. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ist schon alles gesagt worden, nur von mir noch nicht und vielleicht auch in einer anderen Interpretation. Schauen wir mal. Also die Analyse, die vorgetragen worden ist in der ersten Rede, habe ich gesagt, ja, das ist ja prima. A, sie ist aus dem grünen Wahlprogramm, wundert mich also nicht, sehr gut. Nur, wenn ich auf dieser Analyse ein einziges Instrument aufsetze und in den 2 Jahren, in denen ich, oh, sehr nett, vielen Dank,
In den 2 Jahren, in denen ich jetzt hier im Hessischen Landtag bin, habe ich von der Opposition noch kein wohnungspolitisches Konzept gefunden oder gehört. Das Einzige, was ich gehört habe, ist jetzt über einen längeren Zeitraum das Wohnraumzweckentfremdungsgesetz. Bei den regulatorischen Maßnahmen sind natürlich ganz wichtig die Mietpreisbremse, die Kappungsgrenze, Milieuschutzsatzung, Erhöhung der Sperrfrist, all das, was umgesetzt wurde und jetzt umgesetzt wird. Und mit diesen temporären regulatorischen Maßnahmen, finde ich, haben wir schon einen Eingriff in den Markt. Und da kann ich nur sagen, was bei mir ankommt und welche Einwendungen bei mir ankommen, die sich schon darauf beziehen, dass es hier auch um Vertrauen geht. Und wie schaffe ich das mit regulatorischen Maßnahmen, trotzdem das Vertrauen in den Markt zu erhalten und eine aktive Wohnungspolitik zu generieren? Nämlich darum geht es, um eine aktive Wohnungspolitik. Und wenn ich im letzten in der Begründung Ihres Antrags lese, und jetzt zitiere ich, das alleinige Setzen auf Neubautätigkeit wird daher den Mangel vor allem an bezahlbarem Wohnraum nicht beseitigen können. Das steht da drin. Und da frage ich mich, welches Geisteskind Sie sind. Wie soll das denn funktionieren, wenn immer mehr Menschen aus den unterschiedlichsten Gründen in die Großräume Rhein-Main zum Beispiel kommen? Wie soll das ohne Neubau funktionieren? Aber die Stadt Frankfurt hat ja da eine Antwort drauf, wie ich jetzt auch. Und die Zahlen sind Ihnen ja auch bekannt, weil ja heute so viele Zahlen zitiert worden sind, will ich mir das nicht verkneifen und auch zwei Zahlen zitieren aus Frankfurt. Ca. 3.500 fertiggestellte Wohnungen in 2018. Und jetzt geht die Einigung so ein bisschen auseinander. Die einen sagen davon 58, die anderen sagen davon 65 Sozialwohnungen. Ja, so schafft man das nicht. Das ist ja ganz klar. Und dann kommen wir ja auch schon zu dem Thema, wo das Land Hessen wirklich eine starke Note aufsetzt, nämlich zu dem Thema, dass bezahlbarer Wohnungen einen Haufen Geld kostet. Und genau dieses Geld wird investiert. 2,2 Milliarden € bis 2024, 200 Millionen Euro zur Erhöhung des Eigenkapitals bei der Nassauischen Heim. Aber das alles reicht ja noch nicht, und das sehe ich auch ein. Es ist ein Grundsatz, keine Sozialbauwohnung wird verhindert, weil kein Geld nicht da wäre. Es gibt Städte, die gehen mit gutem Beispiel voran, auch hier im Großraum Rhein-Main von ringsherum. Ich will überhaupt keine Namen nennen. Und, wichtig ist doch bei der ganzen Thema Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen in der Großregion Rhein-Main, dass es nicht nur darauf ankommt, dass ich mich nicht beziehen kann auf eine kleine Maßnahme und mich noch hier hinstellen kann und so tun, als wäre das die Maßnahme, die zum Ziel führen würde. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, das können Sie niemandem ernsthaft verkaufen. Und wenn wir darüber reden, was haben wir in der Zukunft noch zu tun, da gibt es eine ganze Menge Aufgaben. Wir haben auch eine Verantwortung für die Bauwirtschaft, und wir haben eine Verantwortung dafür, dass Bauen auch konstant in einem konstanten Level vorangetrieben wird, was in der Vergangenheit, in den letzten Jahren überhaupt nicht funktioniert hat. Wir sind in einen Boom reingelaufen. Ergebnis ist jetzt, Bauwirtschaft stagniert, weil nirgendwo gibt es mehr einen Handwerker. Es gibt auch bald keinen Sack Sand mehr. Auch das ist noch eine Tatsache, der wir uns stellen müssen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir nach der Erneuerung, dass wir nach der Neuaufsetzung der HBO im vergangenen Jahr auch dieses Jahr wieder daran gehen und überlegen, wie können wir die HBO verbessern, wie können wir auch das serielle Bauen da einbeziehen, was für Chancen bietet es genau auf die Sachen der Materialität, ein ganz anderes Thema, dem werden wir uns stellen müssen. Und ich bin mir sicher, dass diese Koalition dieses auch schafft.
Deswegen ist nachhaltige Bauwirtschaft wichtig, damit wir dieses Level dessen derer, die das umsetzen müssen, auch erhöhen und damit die auch eine verlässliche Größe dafür haben, was passiert in den nächsten 5 bis 10, 15 Jahren hier im Großraum. Und natürlich zu den Zahlen vom Leerstand. Natürlich muss man sich daran orientieren, was ist auf dem aktiven Markt da, weil darum geht es ja, was ist aktiv, was ist jetzt nicht sozusagen in der Sanierung drin, was muss ich jetzt nicht mit zusätzlichem Geld noch befördern, sondern was, und das sind die Zahlen, sind erschreckend. Die sind wirklich erschreckend. In Frankfurt 0,4% Leerstand im aktiven Wohnungsmarkt. Das heißt null Sanierung, es heißt null Umzug, es heißt null Bewegung. Und da kommen Sie und sagen, Neubau ist kein Mittel der Wahl. Es tut mir leid, dafür habe ich kein Verständnis. Und natürlich haben wir die Aufgabe mit sehr viel Kreativität. Und das sind nicht nur Supermärkte. Da gibt es eine ganze Menge Erfordernisse oder Möglichkeiten, kreative Möglichkeiten, auch in den Wohnungsbau reinzugehen. Und genau dafür ist auch die HBO geändert worden, auch wenn Sie das möglicherweise noch nicht realisiert haben. Und wenn es darum geht, und da ist Kollegin Barth, hat die freundliche Vermieterin aus dem Nordend in Vermieterin aus dem Nordend in Frankfurt zitiert oder angeführt. Die Mieterin bei der freundlichen Vermieterin, so kam es bei mir an. Aber ja, Sie bestätigen das. Gut, wunderbar. Dann kommt es doch genau auf die drauf an. Und ich muss doch einerseits ein Mittelmaß dafür finden, aktiven Wohnungsmarkt möglich zu machen. Und auf der anderen Seite den Wohnungsmarkt, der vorhanden ist, nicht zu verunsichern und sozusagen zu unberechenbaren Handlungen zu provozieren, sondern man muss es doch alles im Gleichgewicht halten. Und das, was wir machen mit temporären regulatorischen Maßnahmen, die ich eingangs schon beschrieben habe, die Herr Lenders heute beschrieben hat, die Herr Kasseckert heute beschrieben hat. Ich will sie jetzt nicht auch noch wiederholen. Das sind Maßnahmen, die können temporär begleitend möglich sein. Sie entheben uns aber nicht den Aufgaben, die wir haben, nämlich HBO weiter ändern, weiter in die Bauwirtschaft Sicherheit geben. Wir investieren in einen aktiven Wohnungsmarkt. Und zur Anhörung vom IWO möchte ich auch noch etwas sagen, weil ich leider an dem Tag, was ich sehr bedauert habe, verhindert war. Das IWO sitzt ja nun einmal in Darmstadt. Ich kenne mindestens 4 Mitarbeiterinnen und davon eine schon 30 Jahre. Und Sie können sich schon vorstellen, dass mich das ein bisschen verblüfft hat, dass einerseits das Votum des IWO in der schriftlichen Darlegung so war, und die mündliche Darlegung des Vertreters des IWO doch ein bisschen davon differiert hat. Aber genau das ist es, sehr verehrte Damen und Herren. Das müssen wir wahrnehmen. Wo ist da das Delta? Und wenn da die Äußerung kommt, das Wohnraumzweckentfremdungsgesetz ist nur mäßig überhaupt wirksam, weil es mit einem irren Verwaltungsaufwand einhergeht, dann frage ich mich, wo ist denn die Manpower oder die Womanpower besser aufgehoben in der aktiven Wohnungswirtschaft? Und dazu habe ich eine dezidierte Meinung. Und vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Vielen Dank, Frau Abg. Förster-Heldmann. Für die Landesregierung hat der Staatsminister Al-Wazir das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es wird Sie vielleicht wundern, aber ich will vielleicht am Anfang mal eine Gemeinsamkeit feststellen. Ich glaube, dass alle das gleiche Ziel haben, nämlich bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Ich glaube, dass sich eigentlich auch alle hier unterschreiben könnten, dass es darum gehen muss, dass jeder und jede in Hessen, ob Studierende, ob Rentnerinnen, Rentner, ob junge Familien, auch angemessenen Wohnraum finden kann. Und natürlich ist jede Wohnung, die im Ballungsraum leer steht, insbesondere wenn damit spekuliert wird, ein Ärgernis. Ich glaube, bis hierhin müssten wir uns alle einig sein. Und jetzt ist die spannende Frage, was kann man
in der Realität dafür tun, dass wir mehr Wohnungen im Angebot haben und dass die Wohnungen, die es gibt, sozusagen die im Bestand sind, weil der Wohnungsmarkt ist ein inflexibler Markt, der ist sehr träge. Das Angebot kann vergleichsweise schnell steigen, aber die Nachfrage kann vergleichsweise schnell steigen, aber bis das Angebot hinterherkommt, dauert das naturgemäß einige Zeit. Was kann man insgesamt dafür tun? Und Frau Barth, Sie haben mir gerade vorgeworfen, was ich zum Supermarktgipfel eingeladen hätte und ob ich wirklich glaube, dass das der Stein der Weisen ist. Nein, ich glaube nicht, dass das der Stein der Weisen ist. Frau Barth, ich glaube, in der Frage, wie wir genug bezahlbaren Wohnraum schaffen, gibt es überhaupt keinen Stein der Weisen, sondern es gibt nur ein Bündel von ganz vielen unterschiedlichen Maßnahmen, die am Ende Schritt für Schritt dazu führen, dass man das Problem löst, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ja, das gilt auch für Eingriffe in den Bestandsmarkt. Das ist ein inflexibler Markt, ich habe es gesagt. Und deswegen muss man an dieser Stelle dafür sorgen, dass man gerade dann, wenn die Nachfrage deutlich nach oben geht, an dieser Stelle dafür sorgt, dass wir keine Mietpreisexplosion haben. Ganz klar. Jetzt habe ich Ihnen an dieser Stelle schon vorgetragen, das werde ich jetzt auch wieder tun, weil wir auch wieder Schritt für Schritt vorankommen, was Regierungsanhörungen angeht, was Kabinettsbeschlüsse angeht, was Entwürfe angeht. Wir haben die abgesenkte, den Mietpreisdeckel für Bestandsverträge, die abgesenkte Kappungsgrenze. Setzen wir neu in Kraft, und es gilt in Zukunft in genau den 31 Städten und Gemeinden, die einen angespannten Wohnungsmarkt haben, da, wo die Mietpreisbremse für Neuverträge jetzt in Kraft ist, und das sind doppelt so viele Gemeinden wie vorher. Wir haben zusätzlich bei der Kündigungssperrfrist, da, wenn es um Umwandlung geht, auch gesagt, die gilt bisher für 5 Jahre in 9 Gemeinden, und die wird in Zukunft für 8 Jahre in genau denselben 31 Gemeinden gelten. Das heißt, wir haben an dieser Stelle deutliche Eingriffe in den Bestandsmarkt gemacht, die man übrigens immer gut begründen muss. Ich glaube, angesichts der Situation in genau diesen Städten, die wir da haben, gibt es gute Gründe dafür, in diesen Bestandsmarkt einzugreifen. Aber wir müssen uns natürlich immer bewusst sein, dass das nur kurz- und mittelfristig hilft. Und langfristig hilft natürlich nur eine Vergrößerung des Angebots. Und genau deswegen haben wir auch die soziale Wohnraumförderung weiterentwickelt. Wir befinden uns gerade im Gespräch mit der Wohnungswirtschaft über die Frage, was wir an den Regeln noch einmal verändern müssen, um das noch attraktiver zu machen. Ich gebe zu, ich konnte mir nicht vorstellen, dass irgendwann ein Darlehen für 0% überhaupt nicht mehr attraktiv ist. Da hat uns der Markt quasi überholt, in Anführungszeichen. Aber wir sind in dieser Debatte, wir machen das. Und wir werden auch da bald zu Lösungen kommen. Und ich will das an dieser Stelle mal ausdrücklich sagen. Wir gehen auch selbst voran. Das Landes, mehrheitlich landeseigene Wohnungsbauunternehmen, die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte Wohnstadt, ist sehr aktiv im Neubau, will perspektivisch ihren Bestand, der eigentlich in der Vergangenheit immer weiter geschrumpft ist, auf um die 60.000 Wohnungen, auf 75.000 Wohnungen im eigenen Bestand erhöhen. Und für 5.000 davon sind die Grundstücke schon da, ist teilweise der Spatenstich schon erfolgt, teilweise das Richtfest schon erfolgt. Und da werden auch bald die ersten Menschen einziehen. Und ich sage Ihnen ausdrücklich, ich möchte, dass wir gemeinsam mit den Wohnungsbauunternehmen, den kommunalen Wohnungsbauunternehmen und den Genossenschaften am Ende dazu kommen, dass alle wieder aktiv werden, was den Neubau angeht, die das in der Vergangenheit vielleicht nicht waren, weil sie nur Bestandserhalt gemacht haben. Auch das ist ein Punkt. Da sind wir darauf angewiesen, dass auch vor Ort die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Aber ausdrücklich am Geld wird es nicht scheitern, weil wir so viel Geld bereitstellen wie noch nie, nämlich 2,2 Milliarden Euro. Bis 2024. Wir setzen die Allianz für Wohnen fort. Wir gehen an den Kern des Problems, was denn das Neubauhemmnis ist. Das sind nämlich nicht die Bauvorschriften, sondern es ist schlicht die Tatsache, dass die Fläche fehlt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen, was Baulandoffensive angeht, ich werde Mitte Oktober die, Achtung, 55 Oberbürgermeister, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Städte einladen, die im großen Frankfurter Bogen sind. Wir werden über die Frage diskutieren, wie wir unserer gemeinsamen Verantwortung für die Aktivierung von Bauland nachkommen können in Innenentwicklung, aber auch in Außenentwicklung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also, wir arbeiten an allen Bereichen.
Und jetzt ist die spannende Frage, und darum geht es, Stichwort in diesen Gesetzentwürfen zu einem großen Teil, vor allem in dem der SPD, wie gehen wir mit der Situation um, dass es an bestimmten Stellen Leerstand gibt, der sozusagen nicht kurzfristig ist. Und deswegen an dieser Stelle ausdrücklich will ich mal daran erinnern, vor 2 Jahren gab es schon einmal so eine Debatte hier im Landtag. Da gab es eine große öffentliche Debatte über die Ferienwohnungen, Stichwort Airbnb mit allem, was dazugehört. Die Landesregierung hat damals einen Entwurf eingebracht. Kollegin Hinz hat ihn vertreten. Das Parlament hat ihn mehrheitlich beschlossen. Und was mir auffällt, ist, dass nur eine einzige Stadt, nämlich nur Frankfurt, von dieser Satzungsermächtigung Gebrauch gemacht hat. Und mich wundert ein wenig, wenn beispielsweise die Stadt Wiesbaden fordert, dass sie sozusagen neue Regelungen haben möchte, ohne dass sie das, was sie jetzt schon kann, überhaupt nur macht. Nein, Herr Schalauske, wissen Sie, immer etwas fordern und dann am Ende etwas anderes machen, das ist so ein Punkt, das geht auf die Dauer nicht gut. Vor einem Jahr hat der Hermann Jura z.B. in Wiesbaden vollmundig verkündet, er wolle dem Modell von Herrn Feldmann folgen, und die Stadt Wiesbaden wolle für ihre eigenen Wohnungen den 1% Mietpreisdeckel machen. Und ein Jahr später lese ich in der Zeitung, dass dem Herrn Jura aufgefallen ist, dass ihm dann Geld fehlt, und er jetzt zu einer Überlegung kommt, dass er eine Mietpreiserhöhung zwischen 1,66 und 3,33% in Wiesbaden machen möchte. Wissen Sie, das genau ist ein Teil des Problems. Das ist jetzt ein falscher Zwischenruf, Herr Kollege Schaus, weil die Grünen in Wiesbaden haben es kritisiert, aber die von den Linken hat zugestimmt im Aufsichtsrat. Also lieber mal genau hinschauen, bevor man so einen Zwischenruf macht. Aber gut, so, und jetzt ist die Frage, was für Möglichkeiten haben wir? Und deswegen will ich an diesem Punkt noch einmal sagen, wir haben das, was wir teilweise in den 80er Jahren hatten, nämlich Wohnungsumwandlung in Büroraum. Da kommt nämlich die große Masse der in den 80er Jahren zurückgewonnenen Wohnungen her. Gerade in der Stadt Frankfurt haben wir so nicht mehr. Im Gegenteil, wir haben alles dafür getan, dass leerstehender Büroraum in Wohnraum umgewandelt wird. Das heißt, diese Form der Zweckentfremdung ist momentan kein Problem. Und dann reden wir über die Frage, was für andere Möglichkeiten haben wir. Und Sie wissen, dass wir den Umwandlungsvorbehalt den Kommunen geben wollen, weil der Punkt ist ja, wenn jemand eine Wohnung leer stehen lässt, obwohl er damit eigentlich ziemlich viel Geld verdienen könnte, gerade da, wo viel sozusagen Mieteinnahmen Bestand eingenommen werden könnten, dann muss es ja dafür irgendeinen ökonomischen Grund geben. Und meine Interpretation ist, dass viele darauf spekulieren, dass man ein Haus, das ganz leer ist, am Ende aufteilen kann und einzeln für relativ viel Geld als Eigentumswohnungen verkaufen kann. Und deswegen wollen wir den Kommunen die Möglichkeit geben, gegen das vorzugehen. Und wir glauben, dass das ein gutes Instrument sein kann. Aber auch da gilt, es muss vor Ort dann angewandt werden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich glaube an dieser Stelle, dass wir viele Möglichkeiten haben, dass wir weiter daran arbeiten werden, aber dass es unter dem Strich, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, ein Bündel von Maßnahmen braucht. Und ich freue mich, wenn Sie dann die ungefähr, na, Sie haben jetzt mal so mitgezählt, ich habe gesehen, diese 9 Maßnahmen, die ich gerade so genannt habe, dann alle unterstützen. Und dann werden wir sehen, wenn wir den Umwandlungsvorbehalt auf den Weg bringen, ob das, was Sie glauben, was ein großes Problem ist, dadurch nicht effektiver bekämpft werden kann, damit mehr Wohnungen am Ende dem Mietmarkt zur Verfügung stehen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche uns allen noch einen fröhlichen Abend. Vielen Dank, Herr Staatsminister Al-Wazir. Mir liegen keine Wortmeldungen mehr vor. Damit haben wir die zweite Lesung der beiden Gesetzentwürfe abgehalten. Und der Kollege Rudolph hat sich zu Wort gemeldet zur Geschäftsordnung. Moment. Frau Präsidentin, wie wir bereits auch angekündigt haben, den Geschäftsführerkollegen beantragen wir für unseren Gesetzentwurf dritte Lesung. Für den der Linken ist er, glaube ich, schon beantragt. Ist er? Dann machen wir das so. Dann überweisen wir den
Ja, die Linke hat es gesagt, ich weiß. Deswegen machen wir das jetzt mit dem SPD-Gesetzentwurf auch so und überweisen die Drucksache 20-1184 zu 20-170 zusammen mit dem Änderungsantrag der SPD mit der Drucksache 20-1267 zur weiteren Beratung in den Wirtschaft-, Energie- und Verkehrsausschuss und den Gesetzentwurf der Linken mit der Drucksache 20-1186 zu 20-238 zusammen mit dem Änderungsantrag der Linken 20-1268 ebenfalls zur weiteren Beratung in den Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr und Energie.